Wembley, Real Madrid, glaube ich, größter Gegner, den es im Vereinsfußball gibt. Größtmögliches Spiel. Die ganze Welt schaut auf dich. Alle schauen das eine Spiel an. Wir freuen uns drauf. Hoffentlich können wir es genießen, haben nicht zu viel Angst vor Real Madrid, vor dem Namen. Und hoffen dann, dass wir ein gutes Spiel machen können. Es geht nicht nur um uns selber, sondern auch um Marco, dass er einen schönen Abschied hat. Und dafür werde ich persönlich alles geben, dass er am Schluss glücklich vom Platz geht. Real Madrid Champions League, ne? Also höher geht nicht. Und wir wissen auch die individuelle Klasse zu schätzen bei denen. Vor allem vorne bei denen, alle schnell, alle wendig, alle technisch sehr, sehr gut. Ich glaube, das wird auch ein Schlüssel in dem Spiel, die vorne einfach, ja, nicht das zu machen, worauf sie Bock haben, und dann wird das ein gutes Spiel für uns. Ich finde, das Spiel gegen City hat auch gezeigt, dass sie auch was anderes können als nur attackieren oder Tore schießen, sondern auch gut verteidigen, auch aushalten können, auch mal leiden können. Sie haben einfach viele Facetten, und das macht sie auch teilweise so unberechenbar. Es ist jetzt Real Madrid, der größte Club der Welt. Eine Mannschaft, die in dieser Saison nur ein einziges Mal verloren hat, die auch in der Champions League unglaublich erfolgreich war, sehr, sehr viele Tore geschossen hat, zweikampfstark ist ohne Ende. Also ich glaube, dass sie eine Menge Stärken mitbringen, vor allem eine Menge Erfahrung. Sie werden genau diese Erfahrung, dieses Überzeugtsein in so einem Finale einbringen. Und darauf müssen wir vorbereitet sein. Ansonsten haben wir, glaube ich, das Gefühl, dass Wembley, dass wir noch eine Rechnung offen haben, dass wir in dieser Stadt mit diesem Finale noch was gut zu machen haben. Und ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir das am Samstag schaffen können, weil wir werden unsere Waffen einbringen, wir werden auch unsere Herangehensweise haben. Wir haben Real Madrid sehr gut analysiert in den letzten Tagen, und wir werden einen guten Matchplan brauchen.